Fulda? Ich habe eben schon eine gesehen. Ja. Andere Orte? Wo kommt ihr her? Sontra? Sontra? Hört sich an wie Zantra. Weil wo? Göttingen? Göttingen, ja? Jahre? 1050. Gibt es die Stadt schon? Das ist ein Dorf. Ein Dorf. Cool. Wie viele Häuser stehen da? Du hast das so ausgedrückt, deswegen, Alhamdulillah. Okay, aber Alhamdulillah, also die meisten kommen hier aus der Gegend. Wir hatten gestern eine Kundgebung was heißt Kundgebung? Wir haben gestern einen Open-Air-Vortrag gehabt in Bonn. Man hat uns die Halle verboten. Gestern habe ich gegen Terrorismus gesprochen. Heute der Vortrag wird, glaube ich, ein bisschen knallhart werden, aber okay. Da habe ich einen Vortrag gemacht. Wir wollten einen Vortrag in einer Halle machen. Und dann wurde dem Hallenbesitzer Angst gemacht von einigen rechtsradikalen Gruppen. Und dann haben die uns die Halle abgesagt. Da haben wir gesagt, dann machen wir den Vortrag eben draußen vor der Halle. Ja. Und da haben wir uns für 600 Euro so ein Ding gemietet, so eine riesen Schallanlage. Und da wurde die ganze Straße von der Polizei gesperrt und Alhamdulillah. Das war uns eine große Freude, dass wir ihnen so eine große Freude machen konnten. Alhamdulillah. Jedenfalls, diese Aktion war gewesen, in Dormagen ist ungefähr genauso groß wie hier. Weil es gibt so viele Muslime, die nicht beten. Das ist eine Katastrophe. Und die Brüder haben es folgendermaßen gemacht. Wir haben einen Flyer erstellt. Und davon werden jetzt bald 90.000 Stück kommen. Warum betest du nicht? Steht dort drauf und ein kleiner Text. Da sind sie von Tür zu Tür gegangen, haben in jedem muslimischen Briefkasten oder wo es aussieht, dass der von Muslim ist, einen Zettel reingeschmissen, wo zu einem Vortrag eingeladen wurden. Da steht, warum betest du nicht? Und das könnt ihr euch direkt anhören, für die, die nicht beten, damit ihr Bescheid wissen. Da steht, das Gebet ist die zweite Säule des Islams und eine der beliebtesten Taten beim allmächtigen Gott. Die meisten Muslime sind sich jedoch nicht bewusst darüber, dass das Unterlassen des Gebetes zu den gefährlichsten Sünden zählt. Im Vers 42 der 74. Sure des Korans werden die Bestraften gefragt, was sie in die Hölle gebracht hat. So, jetzt kommt die Frage, was ist ihre erste Antwort? Weiß einer in Surat al-Mudathir, was die erste Antwort von denjenigen ist, die in die Hölle geworfen wurden? Ah, du hast meinen Vortrag gehört, ne? Okay, wie heißt der? Genau, lam nakum min al-mursalin. Ja? Die fi jannati yatasaalun an al-mujrimin. Ma salakakum fi saqar? Was hat euch in die Hölle geworfen? Erste Antwort, lam nakum min al-mursalin. Wir gehören nicht zu den Betenden. Nicht, ja, wir haben zu viel gekifft oder so, ja? Sondern erste Antwort, wir gehörten nicht zu denen, die beteten. Das ist die erste Antwort. Nicht, wir haben nicht an Gott geglaubt. Das ist die erste Antwort. Und was zeigt uns das? Das ist auch nicht die erste Antwort, sie hätten nicht an Gott geglaubt. Die erste Antwort ist, dass sie sagen, wir haben nicht gebetet. So, das zeigt uns schon mal. Und dann kommt natürlich direkt die nächste Frage. Wenn ein Muslim nicht betet, was fragen wir ihn dann? Steht da nicht auf dem Zettel? Willst du am jüngsten Tag in der Hölle sein und dieselbe Antwort geben? Willst du am jüngsten Tag in der Hölle sein, im Jenseits, und dieselbe Antwort geben? Ich denke, die Antwort ist nein. Wenn die Antwort nein ist, dann gibt es eine ganz einfache Lösung, anfangen zu beten. Weil dann wirst du die Antwort nicht geben. So, dann geht's weiter. So, wir gehören nicht zu denen, die beten. So, dann. Viele islamische Gelehrte sind sogar der Meinung, dass derjenige, der nicht betet, für alle Ewigkeit in die Hölle geht und niemals ihre Qualen entkommen wird. Es gibt Gelehrte, die sagen, wer nicht betet, ist gar kein Muslim. Und die sagen, der geht für Ewigkeit in die Hölle. Jetzt kommt die nächste Frage. Willst du das Risiko eingehen, dass diese Gelehrten Recht haben? Die Antwort ist nein. Die Lösung ist dann was? Anfangen zu beten. Ganz einfach. So, dann geht's weiter. Im Koran steht über die Ungläubigen, dass sie erst als Geschwister im Glauben angesehen werden, also als Muslime, wenn sie das Gebet verrichten. In Sure 9, Vers 11 heißt es, bereuen sie aber und verrichten sie das Gebet. Und dann richten sie der Zekah, bereuen sie aber. Das heißt, sie kehren um,
sagen, ich habe einen Fehler gemacht, das war falsch, was wir gemacht haben, und beten und geben die Zaka, so sind sie Brüder im Glauben. فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا السَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي دِينَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي دِينَ. Dann sind sie Brüder im Glauben. Und das ist auch das Argument, warum einige Gelehrte sagen, erst wenn er betet, ist er Muslim. Richtiger Muslim. Dann geht's weiter. Ich bin übrigens nicht der Meinung, dass der nicht spät aus dem Islam raus ist. Ich wollte damit nur betonen, es gibt Gelehrte, wie zum Beispiel Ahmed ibn Hanbal, einer der vier Imame von den großen sunnitischen, vier sunnitischen Rechtsschulen, ist dieser Meinung. Dann geht's weiter. Einige, in Klammern nicht alle Gelehrte, interpretieren diesen Vers dahingehend, dass derjenige, der nicht betet, Käfir, Glaubensverfolger ist. Willst du dieses Risiko eingehen? Nein. Es ist eine kleinere Sünde, mit einem Menschen für Geld zu schlafen, Prostitution, als nicht zu beten. Es ist eine kleinere Sünde, eine Diskothek zu betreiben, als nicht zu beten. Weil wir müssen manchmal die Sünden klar machen. Viele Leute, das ist das Verständnis, dieses kaputte Verständnis von uns Muslimen in der heutigen Zeit. Wenn jemand erzählen würde, ja, meine Schwester, die macht dieses oder jenes, ja, da würde sie sich schämen, das irgendjemandem zu erzählen. Aber dass man nicht betet, ist selbstverständlich geworden. Wenn heute jemand betet, sagt man, boah, betest du? Ey, boah, super, echt? Boah, du nimmst das ja voll ernst. Da muss man sich mal vorstellen. So weit sind wir vom Islam weg. Hier, das ist Islam. Früher, die haben gesagt, wenn einer nicht betet, der kann gar kein Muslim sein. Heutzutage, wenn einer betet, dann denken die schon, der ist der Heilige geworden. Fängt er schon zum Himmel an zu fliegen. So denken die Leute. Das ist das Problem. Ich kann mich noch gut erinnern, wie ich angefangen habe, Islam zu praktizieren. Ganz am Anfang. Erstes Jahr. Ich habe noch keinen Bart gehabt. Ich bin ins Fitnessstudio gegangen, habe dort trainiert, habe ich einen getroffen, hat er zu mir gesagt, im Ramadan, ne? Und fastest du auch? Nee, Quatsch, das war nach dem Ramadan. Hast du auch gefastet? Ich kann mich schon mal ganz erinnern, waren 8, 9 Jahre, Entschuldigung, falsche kleinen Fehler mal. Auf jeden Fall, hast du auch gefastet? Ich sag, wie? Ja klar, ich bin Muslim. Natürlich faste ich. Das war für ihn so wie, boah, ehrlich. Mein Freund, der kommt aus Berlin, ja, aus Kreuzberg. Ja, da denkst du wirklich, du bist in der Türkei gelandet. Ein anderer Freund von mir, der ist mit einer Türkin verheiratet. Rat mal, wie viele Deutsche in der Klasse von seinem Sohn sind. Keiner. Auf der ganzen Schule 6. Auf der ganzen Schule 6 Deutsche. Ja, und dann siehst du dann hier. Dann siehst du dann hier, Ghetto, Freak, dies, das, der macht dann einen auf super Muslim, ey, yo, man, wir sind die Coolsten. Verstehst du? Und dann denken die Deutschen, das sind die Muslime sind so. Was haben die mit Islam zu tun? Wer betet denn dort? Mein Freund sagt von seinen Freunden, er kennt keinen einzigen, der betet, der gefastet hat im Ramadan. Also es gibt ja manche Leute, die machen das ganze Jahr nichts, aber Ramadan fasten die. Ramadan fasten die tagsüber, abends gehen die dann in die Disco. Aber Ramadan fasten die. Ist wirklich so. Aber kannst du dir das vorstellen, wo ist der Islam geblieben? Subhanallah, wo ist der Islam geblieben? Deswegen hier, das ist der Anfang, das Gebet. So, und dann haben wir natürlich gesagt, wir laden alle ein und reden mit denen über das Gebet. Alhamdulillah, mit euch habe ich dieses Thema heute schon abgeschlossen. So. Dann geht's weiter. Wie willst du also am jüngsten Tag vor dem allmächtigen Gott stehen, wenn du dich jeden Tag 5-mal schwer versündigst? Es ist jedoch nicht zu spät, denn noch lebst du. Gilt für jeden hier. Wirst du morgen noch leben? Gibt es hier jemanden, der eine Garantie hat, dass er morgen noch lebt? Es gibt keinen, der eine Garantie hat, dass er morgen noch lebt. Denk mal darüber nach. Ja. Und jetzt gibt es drei Ausreden, warum man nicht spät. Das sind die, glaub mir. Also, wenn es noch eine vierte gibt, kann man mir die heute gerne geben. Es gibt immer drei Ausreden. Ausrede Nummer 1. Ja, das gehört aber sowieso mit dazu. Das sehe ich nicht. Ich mache das schon selber, inshallah. Könnt ihr ergänzen, inshallah. Weil Teufel und so, das tue ich alles mit in diese drei Punkte hinein. Grund Nummer 1. Ja, weißt du, ich mache so viele schlechte Sachen. Und ich kann ja nicht auf der einen Seite beten
Und auf der anderen Seite